Also ich würde meiner besten Freundin einfach Danke sagen, Franziska, weil die, obwohl ich manchmal einfach wie eine schlechte Freundin verhalte, trotzdem immer da ist. Egal was ich mache, sie ist immer für mich da und ich kann immer zu ihr hingehen, wenn ich brauche. Ich möchte mich einfach bei meinen Großeltern bedanken für die tolle Kindheit, die ich hatte und dass sie meine Eltern immer finanziell unterstützt haben. Ich würde gerne Mike Danke sagen, das ist mein Arbeitskollege und bester Freund. Und ja, der ist schon seit Jahren für mich da und zusammen, ja, erleben wir immer wieder lustige Sachen. Der glaubt immer an mich, unterstützt mich bei allen Sachen und ja, dafür würde ich ihm einfach gerne mal Danke sagen. Meinen Eltern bin ich dankbar, meine Schwestern, mein Verlobter. Und sie haben mich die ganze Zeit unterstützt und ich habe so viel erreicht. Also danke ihnen. Und ich möchte mich bedanken bei meinen Freunden hier in Bremerhaven an der Hochschule und außerhalb. Sie haben mich auch unterstützt. Ich möchte gerne mich bei den Dozenten bedanken. Ich möchte meinen Kindern Danke sagen dafür, dass sie mir jeden Tag ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und für mich da sind. Meine Eltern, weil sie immer für mich da waren und immer noch für mich da sind. Ich würde gerne meinem Bruder Danke sagen dafür, dass er immer für mich da ist und ich seine laufende Leinwand sein darf für die ganzen Tattoos, die er mir sticht. Und auch dafür, dass er mir jederzeit seine Hilfe anbietet, wenn ich sie mal brauche. Einfach dafür, dass er da ist. Ich möchte gerne auch eine bestimmte Person danken, weil ohne diese Person konnte ich dieses Studium nicht anfangen. Sein Name beginnt mit A, Nachname Hans. Er wohnt in Rostock. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich habe deswegen ganz viel erreicht.